Gemeinde, herzlich willkommen zum Wort der Woche. Die Orgel ist in aller Munde und das hat auch seine guten Gründe. Der Deutsche Musikrat hat im Jahr 2021 die Orgel zum Instrument des Jahres erkoren. Wir Kirchenmusiker, wir freuen uns natürlich darüber. Gibt es uns doch die Gelegenheit, die Orgel mal von ihrem hohen Sockel versteckt hoch oben in den Kirchen auf den Emporen runterzuholen, den Leuten nahezubringen, richtig zum Anfassen. Wir wollen heute eine kleine Orgel zusammenbauen und dazu habe ich mir natürlich Gäste eingeladen, die jetzt dann gleich loslegen werden. Damit es funktioniert, habe ich mir heute vier starke Männer als Hilfe geholt. Das ist nämlich der Raphael, unser Bruder Gabriel und der Nathan. Und damit es funktioniert, ist Michael noch mit dabei. Also Jungs, los geht's. Wir machen jetzt mal die Kisten auf. Okay. Als erstes bauen wir einen Rahmen mit diesen Teilen, diversen Leisten für die Tasten und zur Stabilität mit Dübeln. Stabilität ist wichtig, auch für eine richtige Orgel muss sie doch allerhand Lasten tragen. Als nächster Arbeitsschritt werden jetzt die Tasten eingebaut. Wir haben hier Untertasten und Obertasten mit einer kleinen Öse, um dort die kleine Traktur dann zu befestigen. Hinten haben die Tasten ein Loch, dort werden sie in einem Metallstift verankert. So, damit die Tasten nicht rausrutschen, wenn wir nachher spielen, müssen die jetzt hinten mit dieser Leiste festgemacht werden. Genau, und jetzt machen wir das noch fest mit dem Stift. Das Herzstück einer jeden Orgel sind die Windladen. Im Inneren gibt es viele Dinge zu sehen. Dort befinden sich die Ventile und wenn sie geöffnet werden von einer Taste und durch einen Tastendruck, werden die Ventile aufgemacht und der Wind kann dann in die Pfeife strömen und dort den Ton erzeugen. Aber das Ding besteht hier aus mehreren Teilen. Ich stelle das jetzt mal auf den Tisch ab. Der Unterteil mit den Haken zu den Ventilen und der Oberteil, das ist der Pfeifenstock, auf dem nachher die Pfeifen zu stehen kommen. Und in der Mitte fehlt noch ein Teil, das werden wir dann nachher noch sehen, so sieht es aus, im Rohzustand sozusagen, die Windlade. So muss das sein. So muss das sein. Ich dachte, da fehlt noch was dazwischen. Ja, da fehlt noch was dazwischen. Wir müssen nämlich noch mal in unsere Kiste gucken. Wenn ihr die Häkchen drin habt, dann ist die 14. Wenn ihr sauber gearbeitet habt, müssen die Tasten nachher ganz gerade sein und nicht wellig. Nathan, ihr macht es klasse. Sieht gut aus, ne? Ja. Ja. Ich hab's immer ganz so. Ich hab das beim ersten Mal nicht so gut hingekriegt, muss ich sagen. Ich hab da ganz schön rumgefriemelt.
Ich hab's immer so kapiert, dass oben dann noch so welche Tasten drauf kommen. Vielleicht fragen Sie sich manchmal, wie das funktioniert, dass Register klingen oder wieder abgeschaltet werden. Dazu gibt es eine geniale Erfindung. Das sind die Schleifen. Das sind diese Teile, die zwischen die Windladen und die Pfeifenstöcke kommen. Und wir werden das nachher sehen. Je nach Position strömt eben der Wind in die Pfeife oder das Loch ist verschlossen. Die Schleifen? Die kommt hier hin. Die kommt und dann da kommt das dort hoch. So. Kann man jetzt hin und her schieben? Ja. Genau, und zum Ein- und Ausschalten der Pfeifen rein. Da könnt ihr drauf gucken, entweder die Löcher sind offen oder die Löcher sind zu. Und je nachdem kommt der Wind dann durch oder nicht. Ja, es man kann das eigentlich gar nicht falsch machen. Sehr richtig. Hat es sich geklemmt? Ja, aber noch Stift haben durch. Für die Winderzeugung sind die Bälge zuständig. Das hier ist der Magazinbalg. Hier in der Mitte befindet sich Leder, das sich nachher aktiv bewegt, wenn der Wind zum Strömen kommt. Wohlgemerkt, bei der Orgel heißt das Wind und nicht Luft. Das ist ein kleiner Blasebalg. Früher gab es da Kalkkanten. Das führen uns nachher unsere Gäste noch genauer vor. Ein kleineres Exemplar, damit die Orgel nachher auch zu hören ist. Das ist das Teil, wo nachher der Wind drin ist. Man nennt es bei der Orgel Wind und nicht Luft. Oh, dann stellen wir jetzt da unten in die Öffnung rein, würde ich sagen. Ne? Ja, sieht auch passend aus. Und zwar muss das Loch natürlich vorne und hinten. Hier. Na, Nathan, ich weiß nicht, wo ist das Loch? Da? Also muss es so rum. Richtig, sehr gut. Wieder was dazu gelernt. Wir Nathan, da. Genau. Jeden Tag schon was machen. Okay. So, und jetzt brauchen wir so, hier jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die... Das Telefon muss hier das rein. Das Telefon da rein, genau. Ach so, das ist der Ballseite. Jetzt zwar muss man umdrehen. Zum krönenden Abschluss kommen am Ende die Pfeifen. Wir haben hier Exemplare aus Holz. Meistens sieht man bei der Orgel natürlich zuerst die Metallpfeifen, die vorne zu sehen sind. Die Holzpfeifen verbergen sich meistens im Orgelinneren. Wir haben zwei verschiedene Exemplare. Einmal eine offene Pfeife und hier eine gedeckte Pfeife, die einfach dann eine Oktave tiefer klingt. Das spart enorm Platz. Weil bei den großen Pfeifen, die würden dann bei der Kirche durchs Dach gehen, wenn sie nicht so einen Deckel oben drauf hätten. Wir werden die Exemplare noch genauer kennenlernen nachher. Ich gehe euch in die Reihenfolge, damit wir nicht in der Reihenfolge durcheinander kommen. Hier, das ist das nächste. Nein, ich nimmst du die. Okay. Ich probiere das, damit wir nicht hier in den wieder durcheinander kommen. Kapiert? Jetzt geht's weiter. Die Kleinen noch. Ich bin kein Klavierspieler, ich kann gerade mal meine Händchen. Dann mach ich es. Nee, ich mach den Glasbalg.
im Sommer werben. Wie jedes Jahr gibt es eine Orgelreihe und dieses Jahr was Besonderes, nämlich extra für Kinder und Familien. Lauter spannende Geschichten, Musik auf die Ohren und viel zu sehen. Bleiben Sie mal gespannt. Auf Wiedersehen!